Erwin, Lise und Jared lieben Groß-Bengersdorf. Das ist übrigens Erwin, das ist Lise und ich bin Jared. Alarm im Ziegenstall bei Britta. Mit ihr gelingen mir Käsetaler. Eine spazierengehende Gans und Treckerfahrer dürfen das. Was für ein Spaß. Und wie süß sind denn bitte die Esel von Dagmar? Erster Stopp an Hermanns Teich. Na, wo könnte ich unterwegs sein? Ich verrate es euch. Ich komme rum in Groß-Bengersdorf in Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin wieder unterwegs, bin wieder unterwegs. Wieder treibt mich meine Neugierde in ein kleines Dorf im Norden. Ich bin jetzt schon gespannt auf tolle Menschen und ihre Geschichten. Wen ich heute wohl kennenlerne. Dorfstraße in Groß-Bengersdorf. Groß, weil es ein klitzekleines Dörfchen ist. Aber warum ist es groß? Also wegen der Größe kann es nicht sein. Und große Hochhäuser gibt es hier auch nicht. Ich bin gespannt, warum das hier groß ist. Bestimmt, weil es großartige Menschen gibt hier. Moin! Na, was machen Sie denn da? Das schnelle Internet. Nein, ehrlich? Ja! Oh, jetzt komme ich doch noch im Fernsehen hier. Nein, ich bin's nur. Es hat nichts mit Fernsehen zu tun. Kann ich irgendwas helfen? Nein. Ich habe mal ein Praktikum gemacht beim Radio- und Fernsehtechniker. Da habe ich auch so Strippen gezogen, das kann ich ganz gut machen. Aber das ist ja alles schon fertig. Wir sind hier nur noch am Kontrolle machen. Alles klar. Vielen Dank. Das ist ja nett, dass Sie mit uns kurz geschnackt haben. Ja, na klar, ist ja kein Problem. Wenn es Probleme gibt, sagen Sie Bescheid, ne? Nein. Nein. Es gibt keine Probleme. Wir lösen die Probleme. Wunderbar. Dann will ich mal das Dörfchen erkunden. Ich fange heute alphabetisch an. Wir beginnen heute mit dem A. A wie Anke. Moin Anke! Bist du wirklich Anke? Unser Nachname ist Anke. Der Nachname ist Anke? Nein, ehrlich? Ja, ehrlich. Aber du hast trotzdem Moin gesagt. Hallo. Ja, habe ich. Ich bin Jared. Schön. Wie heißt du mit Vornamen? Diana. Diana Anke? Ja. Wie cool. Hallo, wer bist du denn? Viktoria. Hallo Viktoria, ich bin Jared. Was macht ihr denn gerade hier? Ja, wir haben unsere Pferdeställe fertig gemacht, wieder alles schick gemacht. Dann zeig mir doch mal deine Pferde. Mhm. Ja? Ja. Gut. Das ist mein kleines Pferdehotel sozusagen. Hier kommen die her und werden verwöhnt. Genau, hier kommen sie abends immer rein. Man ahnt ja gar nicht, was sich da hinter dem Tor hier verbirgt, ne? Weißt du das noch zu schätzen? Ja, sehr. Ehrlich? Ja, wir sitzen oft hier abends und dann genießen wir noch die Stille. Was geht dir durch den Kopf, wenn du dir das alles so anguckst? Ja, hier ist die Natur noch in Ordnung. Und ich weiß, dass ich hier bleiben will. Ja, oder wir hier bleiben wollen. Wie lange bist du jetzt hier auf diesem Hof? Ja, seit 26 Jahren. Ehrlich, so lange schon? Ja, wir haben uns das hier Stück für Stück aufgebaut. Ach, wie schön, kurz die Stille und die Natur mit den beiden zu genießen. Was macht ihr denn hier? Ja, wir haben ja hier meistens Freizeitreiter. Ja. Und so ein bisschen Dressurreiter. Und wir trainieren hier so ein bisschen. Okay, das heißt, ihr bietet die Stallung, genau, und die Fläche hier. Genau. Wenn ich mir ein Pferd kaufe und habe nicht so viel Grundstück, dann, genau, bringe ich das hierher. So ist das. Und die zahlen dann irgendwie eine Miete oder sowas. Genau. Und du kümmerst dich dran. Ja. Guck mal her hier, ihr kleinen Tüdels. Wie heißt er hier? Bahir. Bahir? Bahir. Bahir? Ja, ja. Das ist Mio. Mio? Der ist ganz lieb. Hallo Mio. Hast du schon mal auf dem Pferd gesessen? Ja, ein paar Mal schon, aber ich mache mir immer so ein bisschen in die Hosen. Aber im Moment geht's wieder. Also reiten können wir schon mal haken. Kann ich irgendwas anderes machen? Träger fahren. Ehrlich? Ja. Ja, das ist mein Ding, das kann ich. Ja, komm, dann lass uns mal den Trecker suchen. Viktoria, musst du auch mit anpacken? Ja. Was machst du denn? Ich helfe meiner Mama mit Waldemann fahren. Was musst du fahren? Waldemann. So heißt unser Trecker. Ach, Waldemann heißt der Trecker? Ja. Das wusste ich ja nicht. Du musst von hier rauf gehen. Hier nach da drehen. Und jetzt? Jetzt musst du hier den zurück machen. Oh, der fährt ja. Der hat 30 km/h drauf. Ehrlich, so viel? Und bist du schon 30 km/h gefahren? Mm-mm. Mein Auftrag, einen Heuballen ausliefern. Und welche Heuballen sind das? Sind das die zwei da vorne? Ja. Muss ich die aufspießen? Ja. Hey. Der Ballen ist für die Nachbarin Britta und ihren Ziegenhof. Kenners, wie aufregend. Viktoria, ich hab's geschafft, komm, gib mir 5. Yeah! So, jetzt, Moment mal, nach vorne heißt ja hier, ne? Ja.
Ja, ich muss sagen, du bist die beste Lehrerin, die ich bisher hatte. Ach, da bist du ja schon. Na, ihr beiden. Siehst du. Gut, dann fahren wir jetzt. Let's go. Yippie, yippie, yeah! Circa 600 Einwohnerinnen und Einwohner hat die Gemeinde Bengersdorf. Brittas Hof ist ganz in der Nähe und sie wartet bereits. Jetzt ab in die Scheune mit der Lieferung. Jana, tschüss. Danke, Jana. Grüß deinen Mann ganz herzlich. Mach ich. Und schönen Tag noch, ihr zwei. Euch auch. Fahrt vorsichtig, bis ne? Ist viel Verkehr da draußen. Jo. Tschüss. Malerisch gelegen zwischen den Biosphärenreservaten Flusslandschaft Elbe und Schalsee liegt die kleine Ziegerei. 2005 zog es die Hamburgerin mit Freunden hierher aufs Land. Britta? Ja? So, das ist dein Ziegenparadies hier. Ja. Das sieht ein bisschen aus wie ein Puppenhäuschen. Findest du? Ja. Ja, sehr wegen dieser Ebenen wahrscheinlich. Ja, weil es so schön eingerichtet ist. Ja, die, ja. Sieht jetzt nicht aus wie so ein normaler Ziegenstall. Nee, die haben hier echt so ein paar Möbel drin. Mit Treppen und ja, können auf verschiedenen Ebenen klettern, so wie Ziegen das so mögen. Wir können reingehen. Ja. Hast du denn schon mal irgendwie Kontakt mit Ziegen gehabt? Ja, hin und wieder. Jetzt nicht so richtig bewusst. Aber du hast keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich bin bei Tieren, da habe ich immer Respekt. Wie viel hast du Stabili. Davon? Das sind jetzt im Moment 14 und dann sind es noch 16 Lämmer. Was machst du mit denen? Ja, ich melk die. Du melkst die? Ja, jetzt. Die haben jetzt auch wirklich schon Bock. Die stehen nämlich da irgendwie und warten. Dann lass die rein. Ja, geh los. Ja, alle Ziegen rein. So, ja. Die Reifeprüfung. Melken von Hand statt mit der Maschine. Keine Angst davor, irgendwie zu doll zu drücken. Ja, das ist klar. Hauptsache oben richtig, richtig zumachen, sonst läuft es wieder zurück. Ich verstehe. Ne? Ja, wunderbar. Hey. Naturtalent. Die Ziegen werden bei Britta nur einmal am Tag gemolken und nur so viel, dass deren Lämmer nicht zu kurz kommen. Denn die bleiben hier bei der Mutter. Neben der Wiese direkt am Stall dürfen die Ziegen angrenzende Flächen von freundlichen Nachbarn beweiden. Nicht schlecht. Ja, kannst du darauf stellen. Ja, Vorsicht, dass es nicht umkippt hat. Das wäre schade. Die ganze Arbeit hier so auszukippen wäre nicht so gut, ne? Genau. So, da müssen wir hin. Und ab geht es in die Käserei, wo Britta die Milch selbst verarbeitet. Sie bietet auch Käse-Workshops an und verkauft die Produkte nach Voranmeldung. Ich finde, der Hof hat eine ganz besondere Magie. Tatsächlich? Wenn man hier auf den Hof kommt, wenn man den Stall der Ziegen sieht, wenn man sieht, wie du hier so über den Hof läufst, hat das schon irgendwie eine besondere Atmosphäre. Hm. Ja, wir haben echt Glück gehabt. Wir haben so lange gesucht, bis wir was gefunden haben. Wir waren ursprünglich zu sechst. Ja. Inzwischen sind wir nur noch zu viert. Wie wurdet ihr hier aufgenommen? Weil ihr seid ja jetzt... Hier im Dorf, meinst du? Ja, ihr seid ja dann zugereist. Mhm. Ja, total gut. Das freut mich für euch. Pass auf, genau. Jetzt, ich zeig dir mal, wie groß die Taler, die Bengersdorfer Taler, hinterher sein müssen. Ja. So, ungefähr. So ein kleiner Schneeball. Fass mal an. Alles klar. Ich mache mir mal auch einen und zeig dir einmal, wie der hinterher aussehen soll. Dann können wir das einmal parallel machen. So. Ja, du machst das ganz gut. Ich guck mal. Ja, super. Genau, dann kann er hier aufs Gitter. Ich habe ja auch die beste Lehrerin hier, ne? So geht's weiter. Die nächste Kugel. Ist ja nicht so viel, Leute. Ja. Ding dong. Britta. Ja, Ritz. Vielen Dank. Ja, ich danke dir. Das war ein netter Einblick in eure Welt hier. Schön. Auf bald mal wieder. Ja, alles klar, komm vorbei. Das mache ich. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ich finde Groß Bengersdorf, Achtung, echt tierisch gut. Die nächste Begegnung hat mich ganz aus den Socken gehauen. Moin, ihr zwei. Hallo. Na, wo wollt ihr denn hin? Eine Laufrunde. Ihr macht eine Laufrunde? Ja. Das klingt so, als würdet ihr das regelmäßig machen. Tun wir auch. Ehrlich? Ja. Nehmt ihr mich mit? Klar. Dann gehe ich mal eine kleine Runde mit. Ich bin übrigens Jared. Hi. Ich bin Zoe. Zoe. Und wer ist das? Sky. Hey, Sky. Wo hat sie jetzt? Ja, jetzt will sie nach Hause, zum Lanter. Wo ist dein Zuhause? Da. Das ist ja ein schönes Haus. Wir können die Ganze jetzt aber auch ins Bett mal bringen. Ins Bett? Ja. Um diese Uhrzeit, oder um Mittagsschlaf sozusagen? Genau. Ja, komm, machen wir. Eine spazierengehende Gans, die Mittagsschlaf hält.
Das könnte auch ich sein. Ey, Sky! Die ist sehr entspannt, ne? Noch ja. Noch ja? Zieht die auch mal rum? Ja. Wollen wir ja auch mal beim Theater. Geh mal ein bisschen weiter nach da. Du hast doch noch Esel hier. Super. Wie viel sind da drin? Zwei. Sag mal, und du hast irgendwas von Theater gesagt eben. Das ja, Sky und ich haben letztes Jahr beim Theater mitgespielt. Da ging es so um Zirkussachen. Also es haben sich mehrere beworben, in dem Theaterstück bei dem Zirkus mitzumachen. Ich war die Einzige, die eine ganz speziellen Tier mit dabei hatte. Und was habt ihr da gemacht? Die Gans war auf der Bühne. Ich bin neben der Bühne hergegangen, einmal im Kreis. Und am Ende ist die Gans wie in so ein schönes Gemälde davon geflogen, also hinter die Bühne geflogen. Wer hat das so eingerichtet hier alles? Meine Eltern. Mein Vater steht unter anderem auch da. Ja. Na. Moin, Jared bin ich. Grüß dich, Jared, hi. Hallo, schön habt ihr es hier. Und ich hätte total Lust, mir das mal hier anzugucken. Das ist so romantisch. Lass uns. Ja. Ja, ich lass mal runtergehen hier zum See. Teich. Bitte, Teich, Entschuldigung. Stolz präsentiert Zoes Vater Pelle sein Paradies. Kann man hier baden? Wir springen nach dem Saunagang da auf jeden Fall rein. Zu jeder Jahreszeit. Ihr habt nicht auch noch eine Sauna hier. Das ist ja cool. Bist du hier eigentlich im Dorf geboren? Nee, aber unweit. Geboren in Hagenow und aufgewachsen in Beutzenburg. In alles der kleinen Stadt nebenan. Ja, 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 ja. Ist auch eine schöne Stadt. Aber ist ja richtig Heimat für dich, die Region dann hier, ne? Exakt. Pelle, danke. Ja, ich würde gerne noch ein bisschen rumlaufen. Hast du noch einen Tipp? Oh ja, da fällt mir der Nachbar ein. Mein Lieblingsnachbar Kalle, Tischler vom Beruf. Der hat auch viel zu erzählen. Er macht auch viel Kultur, Theater und, und. Guter Mann. Der baut gerne die Bühnen, ja. Okay. Alle machen hier irgendwie ein bisschen was zusammen, ne? Ja. Und wo ist der Nachbar? Da oder da? Da. Da, alles klar. Richtung Westen. Dann sage ich schönen Gruß von Zoe und Pelle und Sky. Okay. Bis denn. Bis denn. Bis dann. Tschüss. 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 On the road again. Just can't wait to get on the road again. Theater auf dem Dorf. Darüber will ich mehr erfahren. Moin! Zu Kalle? Das passt ja. Aber ich glaube, so im Kleindorf kann man auch nicht daneben liegen. Kalle, ich bin Jared. Moin, ich war gerade unten bei Zoe und bei Pelle. Und die haben gesagt, ich soll mal hier vorbeigucken. Du bist am Tischlern hier, am Handwerkern. Ja, so ähnlich. Ich sammle gerade die Sachen zusammen, die wir für unser Theaterstück brauchen auf der Minna. Ach, okay. Die Minna ist? Ist ein Kulturschiff in Beutzenburg. Was bist du? Bist du Theaterintendant? Naja, also ich spiele da mit, ich mache den Bühnenbau und ich organisiere das meiste so. Ich bin auch Schauspieler. Ich ich glaube, ich habe das gelernt. Ich so im Hinterkopf. Ich habe das auch gelernt. Ja. Ich kann dir mal zeigen, weil wir haben in den letzten Wochen haben wir da geprobt bei mir zu Hause. Zeig's mir. Zeige ich dir gerne. Ja. Komm mal mit, wir gehen hier einfach direkt rein. Heimische Theaterproben beim patenten Allrounder Kalle in die große, weite Welt. Mir nach, bitte. Ja. Also, wir betreten jetzt gleich die Suite 648 des Westminster Hotel in London. Das müsst ihr euch mal hier angucken. Das ist eine richtige Theaterbühne hier. Bitte nach innen. Nach dir. Excuse me. Guck mal, wie das da oben gebaut hat. Hier, guck dir das mal an, da oben. Guck mal, das Ding da oben. Man muss echt mal auf die Details achten. Auf dem Land, da weiß man sich zu helfen. Das ist ein alter Schraubenschlüssel. Genau. Immer improvisieren. Ne? Das gehört zum Stück, dass das Fenster ständig zufällt. Und wenn man dann hier so dezent zieht, fällt es zu. Ist ja eine Komödie, ne? Und ständig werden Leute erschlagen. Ist ja eine Komödie, ne? Richtig. Wie geil, das ist ja echt cool. Eine Theaterkulisse mitten im Wohnzimmer hätte ich auch gern. Ich muss mich mal hinsetzen. Ja, setz dich mal. Total fasziniert hier. Komm, setz dich doch, Mignon. Ja. Wer spielt denn da so mit aus beim Theater? Ja, es sind sind unsere Nachbarn und Freunde. Und wie sehr verbindet euch das dann miteinander, wenn ihr hier aus dem Ort auch das Theaterstück zusammenspielt? Naja, also es ist ja eher so, dass es tatsächlich auch vorher schon Freunde waren. Ja. Aber das kann sich natürlich immer wieder ergeben, dass andere dazukommen, die das mal erlebt haben und dann auch Lust dazu haben. Genau. Kalle, ich schlendere noch ein bisschen durchs Dorf. Das ist Vielen Dank für deine Idee. Zeit. Ja, und dann empfehle ich dir mal, wenn du sowieso da runter gehst, dann biegst du am besten gleich mal links zum Teich ab, den du da gleich siehst. Ja. Das ist Hermanns Teich. Hermann ist ein guter Typ, den musst du kennenlernen.
wenn du das sagst. Bis denn. Alles klar, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ach, herrlich, hier diese Theatertür. Direkt aus dem Theater an Hermanns Teich. Ob ich da baden kann oder was so besonders an dem Teich ist, ich werde es rausfinden. Wenn das dem Hermann sein Hof ist, dann hat er hier ordentlich Spielfläche. Träger, Werkstatt, Teich. Ist das schön hier. Bist du Hermann? Nein. Man kann ja mal fragen, ne? Ja. Wer bist du denn? Ich bin Sebastian. Sebastian? Ja. Grüß dich, moin, ich bin Jared. Moin. Ach, das sieht ja gut aus. Ich bin zufällig hier lang gelaufen und irgendjemand sagte mir, ich soll mal den Hermann besuchen. Ja, der kommt gleich. Der kommt hier. Der kommt gleich wieder. Der ist einmal kurz nach Hause und kommt gleich wieder. Kann ich mich da vorne hinsetzen und auf Hermann warten? Kannst du dich hinsetzen und auf Hermann warten. Ja. Guck ich ein bisschen aufs Meer. Ne? Das war. Mehr geht nicht. Sonne, Sofa. Sich entspannen. Bist du Hermann? Ich bin Hermann. Hermann, ich bin Jared. Ja, ne? Ja, moin. So sieht man sich mal, ne? Ja, so sieht man sich mal. Ja. Jetzt bin ich einfach hergekommen. Ja, du bist ja hier. Jetzt bin ich endlich hier. Wo kommst du denn her? Gresse, das ist ein Dorf, Jahr 195. Ah, okay, alles zwischen klar. Kreuzburg und Zahntin. Ja. Ich komme mich gebürtig her. Und wie lange wohnst du jetzt hier im Ort schon? 30 Jahre. Ach so, ja, dann hast du ja nichts verkehrt gemacht. Du hast das vielleicht schön hier. Du. Und dann habe ich das hier entdeckt, hier, ne? Und dann habe ich gedacht, das muss ich haben. Dann hast du es geholt. Ja, was machen wir jetzt hier? Gleich wollen wir mal Kühe füttern. Die warten auch schon auf Hammi. Ich packe auch gerne mit an. Wenn ich irgendwas machen kann, sag Bescheid. Ja. Brot schneiden. Was machst du eigentlich alles? Du hast die Rinder, du hast den Teich. Und du arbeitest ja auch noch normal, ja, ne? Ich habe eine Tiefbaufirma. Das ist ja interessant, was man für Leute hier im Ort trifft, ja. Wo die alle herkommen. Dass hier so viele zugezogen sind, das hat hier die Dorfbevölkerung richtig bereichert. Das glaube ich. Hier war früher so zu DDR-Zeiten auch nicht das meiste los. Ja. Und dadurch ist das jetzt alles so richtig ins Rollen gekommen. Ja. Ne? Ja. Deswegen ist auch so viel Leben hier in der Bude. Ja. Dann nehmen wir die Tonne. Und dann so, Essen auf Rädern. Hermann, Hermann, Hermann. Was sind das für Rinder? Galloways. Das sind Galloways. Komm, ja, komm! Essen! Zacki, zacki! Das Brot wird kalt. Ein bisschen Schiss. Das weiß ich doch nicht. Sag mal, du bist echt eine Maschine. Das ist unfassbar. Du hast die Rinder, du hast deinen Job. Du hast den Teich. Was machst du denn noch so? Teich und Töne machen wir mit Kalle. Was ist das? Teich und Töne, das ist ein großes Festival. Ja. Mit mehreren Leuten, die haben sich zum Verein zusammengetan. Ne? Also das ist jetzt schon über 10 Jahre. Was ist das für ein Festival? Was passiert da? Ja, da kommen Bands aus der ganzen Welt halt. Ne? Dafür ist Pelle zuständig, da holt auch Bands dann von Brasilien und was. Das ist nicht dein Ernst. Ja. Die bucht ihr hierher? Die buchen wir, ja. Das macht Pelle, ja. Und wie viele Leute kommen dann da hier? Also so im Schnitt, ja. Aber um die 600 Leute. Ein Festival am Dorfteich. Und Kalle und Pelle machen die Orga. Was hier alles auf die Beine gestellt wird, unfassbar. Bisschen Vitamine so, noch? Guck, und das sind jetzt die guten Rindfleisch-Frikadellen. Ne? Oh, lecker. Mm. Das ist von Glückliche Tiere, dann schmeckt das so. Köstlich. Ach, Großbengersdorf, du steckst wirklich voller Überraschungen. Schöner an Großbengersdorf sind auch hier diese Vorgärten. Also hier mit so einem schönen, wie sagt man, ein Labyrinth, ein Irrgarten, kleines verschlafenes Häuschen. Und hier gibt es sogar einen Eselpfad. Wandern mit Eseln. Guck mal, da hinten sind sogar welche. Gibt's ja nicht. Mal gucken gehen. Ja, ne? Machen wir mal. Was ich hier so schön finde, ist, man geht einfach so rein zu den Leuten, wenn überhaupt jemand da ist. Moin! Moin! Komme ich ja genau richtig. Ja, perfekt. Moin, ich bin Jared. Moin! Hallo, ich bin Dagmar. Hallo, Dagmar.
Ja, ich bin wegen der Esel hier. Reinkommen? Ja, gerne, sehr gerne. Kann ich irgendwas mithelfen? Ja, gerne. Also ich pack gerne mit an. Sehr gut. Ich wollte nämlich noch mal schnell, weil es jetzt so trocken ist, noch mal meine Blumen gießen. Also hier vorne zum Beispiel. Meine Stockrosen, die hängen nämlich schon so. Einfach rauf. Schade. Einfach rauf hier. Das ist eine normale Kletterrose. Ja. Das müsst ihr euch mal angucken hier. Ist ja noch ein richtiges Paradies. Hier mit Chill-Out-Lounge und Eseln. Hallöchen. Darf man den streicheln? Ja, na klar. Das Hallo. Mögen die sogar sehr gerne. Wer bist du denn? Das ist Lisa. Hallo Lisa. Lisa ist nämlich die Tochter von Mona. Mona ist eine ganz hübsche Zirkusdame ehemals. Mona, Lisa. Genau. Okay. Und dann hat Mona auch noch eine zweite Tochter, das ist hinter dir der kleine Esel. Ja. Das ist Millimeter, weil sie bei der Geburt so winzig klein war. Du merkst, Eselsbrücken liegen mir so ein bisschen. Ach, herrlich. Du bist bei mir genau an der richtigen Stelle. Und dann haben wir noch zwei Rentner, die stehen da vorne. Also das ist Braunhilde, das ist Herr Druskeit, das war unser erster. Herr Druskeit. Er staubt aber, Alter. Ja, du kannst sie gerne putzen. Ja, gerne. Hier sind Bürsten, da kannst du dir aussuchen, was du möchtest. Ja. Das ist eigentlich egal. Dann bürste ich mal, ich habe lange nicht mehr gebürstet. Wie kommt das wohl? Genau, und dann wird immer so in Fellrichtung gestriegelt, gebürstet, geputzt. Mein kleinen Seitenscheitel hier, guck. Komm mal her. Ja, ich habe mal ein Praktikum beim Friseur gemacht, da muss ich auch mal kämmen. Ja, man sieht das doch. Man sieht es, siehst du? Ja, ja. Irgendwas bleibt doch immer hängen. Ja, das sieht doch schon gut aus. Du kannst öfter kommen. Wie lange wohnst du schon hier? Wir wohnen seit 2001 hier. Ja. Ist auch schon. Auch schon, ne? Ein Weilchen. Das heißt, du bist hier neu hierher gezogen. Ja. Von wo kamst du? Ich kam auch vom Dorf, aber ich hatte direkt an der Grenze sozusagen auf der anderen Seite mein Dorf und hatte so einen DDR-Baum und konnte von dem DDR-Baum aus immer in diese wunderschöne Mecklenburger Landschaft gucken. Aber man kam da ja nicht hin. Du hattest einen DDR-Baum? Ja. Den hast du so genannt? Den habe ich so genannt als Kind, weil man dann in die DDR gucken konnte. Ach, und dann hast du sehnsüchtig rübergeschaut? Sehnsüchtig, genau. Und wirklich? Ja, wirklich. Und irgendwann war es dann soweit. Das gibt's ja nicht. Ja, doch, ist aber so. Hast du dir einen Traum verwirklicht? Ja, genau. So, Dagmar. Na. Friseurstunde vorbei. Na ja, soll ich mal Kontrolle machen? Nicht so überzeugend. Du musst doch mal wiederkommen. So geht das nicht. Gut. Und dann machen wir eine Wanderung und dann kannst du dich ein bisschen länger mit denen beschäftigen. Das wäre vielleicht eine schöne Sache. Die Esel, die kriegen dann so ein Packgeschirr und tragen das Picknick und genau. Das ist eine gute Therapie für gestresste Stadtmenschen. Ja. Danke, dass du mich auf deinen Hof gelassen hast. Ja, sehr gerne. Danke für deine Hilfe. Sehr gerne. Komm vom Herzen. Tschüss Mädels, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Also, wenn ich irgendwann mal total gestresst bin, schnappe ich mir Dagmar, Mona und Lisa und gehe einfach mit denen wandern. Guck mal, das gibt's ja gar nicht. Man kommt hier einfach durchs Dorf und dann sieht man Menschen mit einem Präsentkorb und dann wird man nett so mit einem Präsentkorb empfangen. Ist ja für mich. Nein, der ist nicht für dich. Na, für wen ist er denn? Der ist für meinen lieben Bruder. Was, wieso? Was hat er gemacht? Mein lieber Bruder wird heute 70 Jahre alt. Ach nee. Ja. Wie heißt Ihr Bruder denn? Das ist Fritz. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt an die Tür gehen und Fritz einfach ein Geburtstagsständchen singen? Das wäre schön. Ja, würde er sich freuen? Nicht, dass er sagt, was ist denn das für ein Kerl oder so? Nein. Wollen wir es riskieren? Er kennt dich doch. Das machen wir, komm her. Er kennt dich, ja, komm, wir kennen euch das. Nicht. Dann machen wir das, komm. Wo ist Fritz? Hol mal Fritz her, schnell. Klar. Alles Gute für dich, alles Gute für dich, alles Gute, lieber Fritz, alles Gute für dich. Danke. Ja, lieber Fritz, deine Schwester ist hier. Wir wollten nur mal kurz gratulieren. Danke. Wenn du nichts dagegen hast. Nein, gerne. Aber erst die Dame natürlich, ne? Ja. Guck mal, die ganze Geburtstagsgesellschaft ist hier. Oh, wie süß! Genießt euren Nachmittag. Feiert schön. Alles gut. Hol dir fruchtig. Tschüss. Ja, irgendwie auch. Ja. Tschüss. Macht's gut. Ach, sind die Leute nett hier.
Mir wurde noch empfohlen, Norbert zu besuchen, der eine Karpfenzucht hat. Die werden nicht nur zu Weihnachten serviert. Moin! Moin! Alles klar? Alles klar. Was machen Sie denn hier? Ja, ich setze meine Karpfen um. Die müssen in einen größeren Teich rein. Die müssen umgesetzt werden, die Karpfen? Umgesetzt werden, ja, für den Sommer. Oh, das ist aber ein Oschi hier. Ja, der hat so 4 Kilo. Das ist so die Größe, die Leute so kaufen. Moin, ich bin Jared. Ja, Norbert. Hallo, Norbert. Von 1 bis 4 Kilo kaufen die Leute. Aber manchmal auch 5 Kilo, 6 Kilo geht auch mal, aber ganz selten. Kann ich auch ein bisschen mit anpacken, oder? Ja, kannst du. Wie viele Teiche hast du hier? Ja, hier sind 2 kleinere. Da unten sind 4 große. Hier setzen wir die dann mal rein. Ja. Was machen wir jetzt? Einfach reinkippen? Einfach reinkippen. So, Augenblick, noch nicht alle. Und tschüss. Und tschüss. Bis zum Herbst. Ehrlich? Ja. Wie viele Karpfen hast du insgesamt? Oh, 1000, würde ich mal sagen. Ach, schön. Ja. Wer kauft dir denn den Karpfen ab? Ach, die Leute aus der Umgebung, die kommen alle, die kennen das ja schon. Ich mache das ja nur schon 30 Jahre. Die kommen dann zu Weihnachten und zu Silvester. Hierhin? Und nein, das mache ich zu Hause, da habe ich einen Hofladen. Wie ist der Mecklenburger? Ja, wie ist der Mecklenburger? Ja, eigentlich ein bisschen maulfaul, ne? Und bist du auch maulfaul? Du schnackst ja eigentlich ganz gut, oder? Ja, ich bin ja kein reinrassiger Mecklenburger. Das heißt? Ja, Brandenburg. Ah, meine okay. Mutter ist aus Brandenburg, Mark Brandenburg. Und dein Vater ist von hier? Von hier, ja. Ah, okay, dann hast du das Temperament deiner Mutter. So ein Baden, ja. Danke, dass du mich auf dein Teich hier gelassen hast. Ja, ich bedanke mich auch, dass du mal hier warst. Ja, jetzt weiß ich ja, wo du bist. Wenn ich guten Karpfen für Weihnachten brauche, ja, dann musst du hierher kommen. Dann melde ich mich bei dir. Ja. Bis denn. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Großbengersdorf, 1000 Sasser. Es duftet. Und richtig feiern kann man hier auch. Am besten auf dem Dorfplatz. Das ist eine richtig große Party. Das ist gut. Guck mal, alle sind versorgt hier mit Kuchen. Ja. So, ich habe einmal eine Sahnetorte und die Rhabarbertorte auch mit Schlagsahne, ne? Genau, richtig. Ja, siehst du wohl. Das ist ja eine nette Dorfgemeinschaft hier. Ja. Das ist aber mal eine Überraschung. So, und seid ihr gekommen, weil wir jetzt gegrillt haben hier? Oder warum seid ihr gekommen? Nee, wir wollten eigentlich das Feuer löschen. Ihr wolltet das Feuer löschen? Aber es geht noch, ne? Es geht noch, ja. Aber seid ihr einfach so rumgekommen oder warum seid ihr gekommen? Wir sind beim Üben. Ihr seid beim Üben und habt gedacht, wir zeigen uns mal ganz kurz. Genau. Das ist ja nett. Sag mal, kriegen die nicht einen Applaus von euch? Die sind extra wegen uns gekommen. Was ist denn los hier? Hey! Okay. Britta, wie geht's den Ziegen? Nee, ich hab weiter. Alles super. Die haben sich erholt von unserem Besuch? Die liegen da ganz relaxed auf dem Berg und ja, machen so ein Bad. Ich bin Hanne. Hanne? Ich bin Jared, moin. Morgen. First Lady. Schön, dass du dich mal hier verirrt hast nach Bengersdorf. Ja, ach, das ist die Bürgermeisterin. Ja. Siehst du? Ja. Ja, schön. Wenn wir so einen tollen Besuch haben, dann muss ich doch auch vor Ort sein. Ihr seid ja auch tolle Gastgeber. Ja, das finde ich also auch. Wirklich, von allen so herzlich aufgenommen. Ja, ne? Mensch, ist das schön hier. Die Herzlichkeit der Menschen hat mich sehr berührt. Und mundfaul fand ich die Mecklenburger überhaupt nicht. Und die Mixtur aus alteingesessen und zugezogen trägt kulturelle Früchte. Hey Jared, hast du mal Lust mit zu trommeln? Guck mal, ich hab hier 2 schöne Djenten für dich. Nein! Kannst du eine aussuchen? Hab ich früher auch gespielt. Ja, ehrlich? Ja, ehrlich, da war ich so 16, 17. Oh, ey, das ist schon ein paar Jahre her. Guck mal, Zoe hat auch eine mitgebracht. Oh ja, Zoe hat ihre auch mitgebracht. Wer in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs ist, sollte definitiv einen Halt in Großbengersdorf einplanen. Herrlich, schön improvisiert.